Das Politbüro der DDR ist überzeugt, dass der Kapitalismus früher oder später zusammenbrechen wird. Die Frage ist nur, wann? 1983 kommt Franz Josef Strauß zu Besuch. Vollmundig bietet er einen Milliardenkredit an. Milliarden D-Mark direkt aus der Kasse des Westens. Honecker ist zunächst überrascht. Doch dann hat er eine Idee. Der Strauß war gerade aus dem Zimmer. Die Koffer mit dem Geld standen noch auf dem Tisch. Der Honecker stand davor und schaute sich die vielen Scheine an. Minutenlang. Und dann auf einmal dreht er sich um, schaut mich an und sagt, Nuschke, wir machen die Mauer wieder auf. Ich denke, ich habe mich verhört. Bitte, was? Na klar, Nuschke, die Mauer. Wir machen sie wieder auf. Die Öffnung der Grenze wird den Westen Milliarden und Abermilliarden kosten. Das ist Honeckers Idee. Den Ruin der Bundesrepublik will er so um Jahre beschleunigen. Die ruinieren wir. Das hat er immer wieder zu mir gesagt. Wir ruinieren die. Wir machen die Mauer auf. Und dabei ist er im Auto so rumgezappelt, dass ich fast an den Baum gefahren wäre. Honecker ist euphorisiert. Auch das Politbüro kann er für seinen Coup begeistern. Die Genossen beschließen einen Fünfjahresplan. Im Herbst 1989 soll die Mauer fallen. Und Erich Honecker taucht ab. Nach Chile. Was er vorhat, soll der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Es muss noch 20 Jahre lang geheim bleiben. Wir waren gerade 2 Wochen in Chile, da musste ich auf einmal raus zum Flughafen. Sollte eine Frau abholen, eine Wissenschaftlerin, Physikerin, Chemikerin oder sowas. Erika, sagte er, heute stellen wir die Weichen für die Geschichte. Ich weiß es noch ganz genau. In unserem Garten wird heute Geschichte gemacht, hat er gesagt. Die Frau, die zu Honeckers in den Garten kommt, ist ehemalige FDJ-Sekretärin. Ihren Namen wird man noch häufiger hören. Die diskutierten den ganzen Nachmittag. Und ich hatte das Gefühl, die Frau kriegt von meinem Bruder einen Auftrag. Sie wird von ihm instruiert. Abends habe ich die Frau wieder zum Flughafen gebracht. Sie war ein bisschen unfreundlich, nichts Besonderes, egal. Aber dann sehe ich, die hat ihre Mappe im Wagen liegen lassen. Und als ich da gesehen habe, was da drinne war, ja, da war einiges klar. Die Mappe ist ein zeithistorisches Dokument. Sie beweist, Honeckers Pläne sind visionär. Es handelt sich um einen 20-Jahres-Plan. Wir waren fassungslos, als wir zum ersten Mal gesehen haben, wie präzise Honecker schon damals in Chile die Weltgeschichte weitergedacht hat. Alles ist geplant. Die Weltfinanzkrise 2008. Überwachung ist längst wieder Alltag, privat oder durch den Arbeitgeber. Alle wichtigen Positionen in Deutschland sind mit Ostdeutschen besetzt. Großunternehmen werden verstaatlicht, Großbanken unter staatliche Kontrolle gestellt. Der Sieg des Sozialismus steht unmittelbar bevor. Denn das Mädchen aus dem Garten in Chile ist heute Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.